In aller Welt entstanden nun Werkstätten, die sich die Aufgabe stellten, neue, der Zeit entsprechende Formen zu finden und nicht mehr an den historischen Vorbildern Maß nehmen wollten. Mit dem Vermögen des jungen Industriellen und Kunstfreundes Fritz Werndorfer und mit dem Enthusiasmus und der Schaffenskraft Josef Hoffmanns und Kohle Mosers wurde im Mai 1903 die Wiener Werkstätte gegründet. Eine Produktivgenossenschaft von Kunsthandwerkern, die auf das Leben Hoffmanns wie auch auf das Wiener Kunstleben eine tiefgreifende Wirkung haben sollte. Das Unternehmen Wiener Werkstätte hatte ganz klare Zielsetzung, nämlich die gesamten Lebensbereiche der Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines idealen Gesamtkunstwerkes. Das begann mit der Schaffung von für die damalige Zeit wirklich außerordentlich fortschrittlichen Arbeitsbedingungen für die Handwerker und es endete mit dem Wunsch, überhaupt alles neu zu kreieren, neu zu gestalten, egal ob es nun für den Alltagsgebrauch bestimmt war oder nur einfach als Schmuck dienen sollte. Man hat sich auch vorgenommen, nur Gegenstände von deklarierter und ausgesprochener Individualität und Schönheit aus der Hand zu geben und man legte sehr großen Wert auf exklusive und exquisite handwerkliche Verarbeitung. Ganz nach dem Motto, lieber 10 Tage an einem Gegenstand arbeiten, als 10 Gegenstände an einem Tag produzieren. Sitz des Unternehmens war in der Neustiftgasse 32 bis 34, wo ein Neubau für ihre Zwecke adaptiert wurde. Es sollte zwar schließlich das gesamte Vermögen Werndorfers kosten, vorläufig aber war die Begeisterung, mit der sich die Hauptbeteiligten auf die neue Aufgabe stürzten, groß. Also wo die Wiener Werkstätte ihren Betrieb geführt hat. Das Baubüro und die Werkstättenräume. Auf den zeitgenössischen Fotos, die uns überliefert sind, schaut das alles viel eindrucksvoller aus als in Wirklichkeit. Aber wir erleben es insgesamt, dass die Wiener Werkstätte sich üppiger präsentiert hat, als sie tatsächlich war. Die Wiener Werkstätte hatte mit Sicherheit von Anbeginn an mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Und dass die Wiener Werkstätte nach ihrer eigenen Darstellung etwa ein ganzes Jahr nur damit beschäftigt gewesen ist, die Geschäftsräume zu adaptieren und gleichsam auch Vorrat zu produzieren, dann können wir uns leicht ein Bild davon machen, wie es um ihren Erfolg bestellt war. Durch die rege Ausstellungstätigkeit, durch Messebeteiligungen und durch die fördernde Aktivität der wohlwollenden Presse erlangte die Wiener Werkstätte binnen kurzer Zeit einen ausgezeichneten Ruf bei einem großen Interessentenkreis. Trotzdem war es nicht möglich, das Unternehmen auf selbstständige Beine zu stellen und von Förderern und Geldgebern unabhängig zu machen. Auf alle Fälle hat uns der Idealismus einiger Menschen eine Fülle von Gegenständen hinterlassen, die in ihrer gestalterischen Kraft und ihrer Formenvielfalt einen Platz in der Kunstgeschichte einnehmen, der durch nichts streitig gemacht werden kann. Das Duo Hoffmann-Moser ergänzte einander so sehr, dass für eine gewisse Zeit eine Unterscheidung der Herkunft der Entwürfe kaum möglich war. Wiewohl man anmerken muss, dass Mosers enorme Begabung für die Flächenkunst entscheidenden Einfluss auf Hoffmanns gestalterische Tätigkeit gehabt hat und Hoffmann diese vielfältigen Anregungen Mosers in seinem ganz persönlichen Stil weiterentwickelte.